Song und einen wunderschönen Herr Kuna, meine Taters, Part 2 vom legendären, ultimativen Endboss-Raid. Wobei, Endboss 1 Raid. Endboss 2 Raid kommt dann, wenn Delta uns raidet. Mit dabei haben wir Deko und Delta, ne? Hallo. Hasta la bonne race, muchachos. Ich wünsche Ihnen eine gute Challe und den bisschen Design poliert. So, Marvin, du kriegst mein Stego jetzt. Oh, sexy, danke schön. Martin, kannst du mir vielleicht meine Sachen wieder geben? Martin. ja, ist in der Schneeeule. Könnt ihr? In der Schneeeule. Hab ich da reingeballert? Wir machen jetzt ein kleines Risky Play. Oh, was machen wir jetzt? Ihr beide rennt mit Stego rein und ich laufe hinterher ohne. Okay, und was hast du davon? Wir müssen rein. Ja, ich habe das Explosives-Zeug. Okay. Einfach nur aus Spaß und der Freude. Also, ja, wenn wir das jetzt mit Herr der Ringe vergleichen, bist du sozusagen dieser Urukai mit der Fackel, der in die Bombe reinrennt, ja? Okay, gut. Dann versuchen wir das mal. Geil. Aber wir müssen doch von unserem toten Stego den Sattel noch claimen, ne? Ja. Kriegen wir hin. Den müssen wir noch abgeiern. Okay, komm, ich bin ready, los. Let's go! Attacke, Mutschatz! Was schießt denn hier draußen noch? Ja, tu jetzt oben drüber. Durch. Kryokammern? Oh. Cryocams? Können wir da was klären? Hier ist leider Enttäuschung in dieser Dekoration. Na. Okay. Langweilig. So, nächste Etage, ihr seht's. Geht direkt hier hoch. Ja, machen wir. Oh, Deko! Hallo! Digga, wie das hier drin aussieht, ey! Richtig Party! Ich sehe überhaupt nichts, wie kannst du was sehen? Meine Kamera hängt in der Decke drin. Hier, jetzt! Ich block ihn! Ich weiß nicht, wo ich bin, aber irgendwas block ich, glaube ich. Mach ihn kaputt, Delta! Ich mach unten den Generator kaputt. Ah, also, okay. Das ist vielleicht schon ein Move. Ich weiß nicht, das ist Tech, das ist ganz schön. Wo ist denn das Tool? Ist nicht schlauer, die Tools einfach kaputt zu machen? 3 oder so? Okay, bei Marvin. Ja, bei mir ist auch eins. Ich kann aber auch schießen. Oder lieber nicht. Aua! Ich glaube, ich stehe in einem drin. Weg. Er ist weg. Nur noch eins. Okay, nice. Das ist ganz hinten, das nächste. Digga, man sieht ja gar nichts. So ein bisschen nach unten. So sehe ich was. Oh, oben schießt direkt noch eins. Aua! Warte mal, da hab ich Pipe-Plan. Direkt vor Deko ist das Ding jetzt. Komm, Delta, zwischen meine Beine. Okay, das hat aber doch einigermaßen gut funktioniert, oder? Ja, hier oben. Bis jetzt schon, ja. Ich kann auf jeden Fall nicht absteigen. Alter, wie viele Stockwerke hat denn der Lachs? Das letzte oben. Hier oben ist das letzte. Das weiß ich. Okay. Ich geh vor euch. Oh, hier stehen wieder. Oh. Kommst du hoch? Nee, ne? Ich komm nicht hoch. Oh nein. Problematisch. Was machen wir jetzt? Oh, hä, wieso komme ich hier nicht hoch? Ja, weil der Platz so eng ist. Aber davor ging es doch bei dem anderen. Ja, warte. Ja, weil Ceiling allzu weit hochgezogen ist. Oh, das ist assi. Ist das extra gemacht oder wie? Weiß ich nicht. Digga, ich kann nicht mal absteigen hier, Alter. Oh, guck mal, so. Junge, hier, soll ich helfen? Ja, probier. Ich helfen. Ja, warte, dann muss ich hier wieder absteigen. Hä, wie kannst du absteigen, Junge? Ja, du musst hier zur Rampe gehen. Achso. Okay, jetzt häng ich fest. Scheiße. Pass auf, du stellst dich jetzt hier hin mit einem Raketenwerfer? Hier? Ja, ich muss kurz hier ein paar Munition klauen. Ja, okay. Ja. Okay, ja, wohin? Hier unten, bei mir. Ja. Und schießt an dem Ceiling vorbei, nach oben. Ich bin lost. Direkt vor dir senkrecht nach oben. Okay, warte. Ja, hallo, Deko. Warum, Deko? Ich hab keine Ahnung. Weil ich nichts sehen kann und nicht absteigen kann, dann dürft ihr auch nichts machen. Aua! Ja, ich krieg Deko jetzt einen drauf. Ja, Digga, 10k, das kriegen wir noch niemals kaputt, oder? Nicht das Ceiling kaputt machen, das Tool, was da oben drauf steht. Da wollen wir ran. So, wo ist denn der? Genau auf dem Ceiling drauf, wo Deko gerade ist. Guck mal, ich hab. Ah, da, ja. Ich sehe hier die Stego-Zunge. Ja. Guck mir nochmal zu. Ich stehe hier unten und schieße einfach nur gerade hoch. Ach, da nach oben. Aber wo ist denn der Jürgen? Da, wo die 2400 Schaden hochkommen. Da ist es. 5000? Ich weiß, ist schon weg? Der ist weg, okay? Nee, noch nicht. Oh! Schieß nochmal? Warte. Nochmal? Ja. Jetzt ist kaputt. So. Oh, stopp. Ein Tool steht noch. Oh ja, da hinten siehst du. Oh mein Gott. Okay. Jetzt
müssen wir da weiter Action machen. Müssen, wir müssen als Fußsoldaten hier Attacke machen. Eieiei, können wir uns irgendwo verstecken davor? Wir könnten. Links lang, ja. Okay. Digga, ich kann nicht absteigen, Junge! Ja, du musst nach hinten gehen, hier. Ja, warte, da wo dein Stego steht, oder was? Hier? Die ausrastet so geil. Digga, ich hab, weil ich seit 5 Minuten in der scheiß Decke drin hänge und nichts machen kann dagegen. Ja, ja, okay. Wir könnten doch den Stego einfach einpacken, einkrüren und so, ich steig ab jetzt, ey. Lecker, da oben neu rausrannen. Könnte man auch machen, ja. Können wir nicht machen. Wir laufen zu Fuß ran, wir sind cool. Okay, dann renn mal vor. Du brauchst, ey, Deko. Achso, du hast nichts, ne? Okay, dann mach so. Okay, 3. Ich gucke nur zu. 2. 1. Oh! Ja, hab ich. So, hier hinter sneaken. Ja. So, und dann. Ja, der hat mich ge-one-shottet, Alter! Ey, Digga, ihr habt einen Schaden bekommen. Ich dachte so, okay, ich kann mal ganz kurz einfach so nach oben schwitzen, Alter. Ein Schuss tot. Okay, Raketenwerfer? Ach, ja. Ich hoffe, dass du uns jetzt nicht die Werkbänke zerschießt. Ja, warte. Wow! Wie soll das gehen, ey? Ich erinnere mich an ein Vorhaben, dass ich in diesem Raid nicht sterben wollte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Marvin, du haust den Ding weg! Ja, wie soll ich das machen? Ich hab versucht, da hinzuschieben. Warte mal. Warte, ich muss nur in die Nähe schießen, ne? Warte. Hier. Hast du C4? Nee, ne? Oh, war das gut? Reicht nicht. Zu weit die Range. Ich probiere mit C4, ja? Ich kann sterben. Okay, warte, ich lenk ihn ab. Los! Okay. Oh, easy! Ich hab's natürlich geschafft. Easy, Clack. Oh mein Gott, so. Wir haben's. Eiskalt, Digga, wir haben's. So, da ist unser Loot. Wo? Ja. Yeah. Friends? Loser Delta Loot. Okay, ja, Deko hat's nicht geschafft, deswegen würde ich sagen. Deko kriegt auch nichts. Ne? Dann kriegt er auch nichts, ne? Ich könnte es eben mit Deltas. Meinst du, Delta, dein Deodon hält das aus, wenn ich da mal durchreite? Der hat Infinite Flats, aber du kannst nicht drauf reiten, ne? Ich merk's gerade leider, ja. Wo haben wir denn hier noch den Generator? Es sind 2 Stück verteilt, sehe ich gerade. Es ist einer ganz unten, einer auf der mittleren Etage. Okay, kann ich da vielleicht noch was machen? Ich habe ja auch ein bisschen C4. Ja. Probier's. Dann brauche ich den Zünder von dir. Wow. Okay, ich komm hoch. Oh, runtergefallen. Ich stehe irgendwie Stegos im Weg. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Dankeschön, aber... Ja. Hier ist der Jenny, hier drinnen. In dem scheiß Kasten. Ich schieß da mal so erstmal rein. Ja, okay. Ach so. Sorry. Profis, ja, man kennt ihn. Profis. Also, ich schmeiß dran, ja? Bam. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 3, 2, 1. Und es reicht nicht. Yeah, boy. Was? So wenig Damage macht man? Ja, es ist halt dick, ne? Alter. Okay, krank, ey. Hast du viel mehr? Nee, ich hab nichts mehr da. Hier. Oh, ich hab Damage bekommen. Warte mal. Egal. 1, 2. Achso, willst du Deko wieder reinlassen, oder? Ich weiß nicht wie. Ich hab kein Stego. Ich kann nicht. Ich komm nicht raus. Hä, ich warte. Ich stehe zwischen dem Mammut und gucke seinen Rüssel an. Ja, also hier haben wir schon mal einen Tech-Generator. Ja, ist down, oder was? Ich hab zumindest die Tür dafür aufgemacht. Nee, er ist nicht down. Die Tür. Hä? Warum explodiert mein C4 nicht? Wie viel braucht man für 15.000? Ja. Ich versuch's mal mit 8, ja? Aber probier nicht auf den Jenny zu schmeißen, sondern auf das Ceiling drunter. Ja, okay. Mach erstmal auf den Jenny, alles gut. Mach einfach Bumm. Okay, 3, 2, 1. Boom! Ah, jetzt hat's Bumm gemacht hier. Ja. Okay, ja, der ist runtergefallen und jetzt? Der andere ist ganz Jenny, unten. Okay, Jenny ist hier unten, genau. Hier klebt schon C4 dran. Ich bräuchte kurz nur den Zünder. Ja, ich muss mir das nochmal überlegen, aber ja. Kriegst du hier. Jetzt, hallo? Und spreng den Jürgen! 3, 2, 1, Feuer! Oh. Ist er weg? Oh. Nee, ist nicht weg, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, okay. Nee. Aber Deko, du kannst dich schon mal bereit machen. Ja. Habt ihr den zweiten denn schon weg? Ja, nee, noch nicht. Also den ersten haben wir weg. Also du kannst dich bereit machen. Ne? Ich brauch mein C4 zurück. Okay, ja, kriegst du. Bitteschön. Thank you. 1, 2, 3. Aber das sieht schon fresh aus hier. 5. Ja, danke, ne? Das ist meine Kreation.
Boom! So, ja, Deko! Deko, kommen sie rein! Alles aus, alles aus! Sie haben es geschafft! Das sind ja zwei Jennys. Warte. Ja, haben wir. Hier, wir haben es. Eiskalt, Digga. Wer hat mich geballert? Ja. Wir haben es. Eieiei. Okay, müssen wir das Element mit, ne? So. Müssen wir oben auch wieder die Scheiße aufreißen? Die Box müssen wir aufmachen, ja. Okay. Pass auf, hier gibt's noch 4 Tresore. Okay, ja. Da steht Stego 1 bis 5 drauf. Was? 1, 2, 4, 5. Okay. Ja, erzähl mir mehr. Okay. Jeder darf sich wahrscheinlich 2 Stegos aussuchen. Jeder darf sich 2 Stegos aussuchen. Aber okay. Man darf noch nicht reingucken, ey. Ach so. Okay. Dann trinke ich kurz was und dann komme ich wieder zurück, weil ich verdurste sonst hier. Sucht euch 2 Zahlen aus, ich nehme die anderen beiden. So ein Ding wird das. Oh, Deko, was sagst du? Was ist deine Glückszahl? Wir nehmen Stego 5, weil der wäre eigentlich nicht mit drin, da muss da was Besonderes sein. Und dann nehmen wir noch 1. Also du hast gesagt 5, ja? Dann darf ich mir jetzt auch noch einen aussuchen, ne? Okay, ja, mach du. Wenn jetzt 1 sagt. Also hätte ich jetzt wirklich jetzt erst gesagt, aber ja, dann nehme ich... Weil ich schon aus dem Tabo nicht. Dann nehme ich... 2. Der hat mir schon 12 Weine runtergehauen hier. Dann nehme ich 2. Dann nehmt euch die beiden Stegos raus, ich nehme die anderen beiden. Digga, das ist richtig scheiße. Was ist das hier für ein Müll? Digga, was soll man denn damit? Ja, die sind halt nicht gelevelt, sind halt auf Level 150 getamed. Das sind immer ein Tech-Stego gewesen, ne? Aber. Was hast du für einen? Ich habe Leben 5400. Ich habe 5800. Scheiße. Digga, was hast du? 4900. Okay. Das ist ja nur so ein Zwischenflug gewesen. Also ja. Das ist jetzt hier der Shit, der hier kommt. Okay, den müssen wir wieder aufsprengen, ne? Ja, also warte. Oh mein Gott. 3, 2. Deko, wo bist du? Willst du auch mal hochkommen? Ja, ich musste gerade meinen Loot hier noch holen. Einfach fürs Bild. Nimm das, Deko. Ja, du kannst den mal dranballern und ich tue so, als wenn ich das damit aufsprenge, ja? Was ist denn hier? Was ist jetzt das, was wir haben wollen? Das ist unser Lootbox hier. Loser-Loot und Delta-Loot. Dieses hier. Ja. Ja, Delta-Loot, okay. Einfach mach nur links auf. Ja? Einfach rein da, das C4. Gib mir Bescheid. Ja. Okay, Zündung kommt. 3, 2, 1, let's go! alles kaputt, bis auf die Dinger. Digga, die haben. Machen. Die haben 25.000? Achso, die Trümmer müssen verschwinden. Das ist nicht viel, aber da es Tech ist, hat das Explosionswiderstand. Ah, okay. Tech ist anfällig auf Tech. Heißt Tech-Rifle, Tech-Schwert. Okay. Mit dem Schwert, echt? Mhm. Okay. Deko, dann übertreib jetzt ein bisschen, ne? Ich Olga jetzt durch, ne? Ist ja nicht unser C4. Du holst schon mal mehr C4, okay, das heißt ja was. Ich weiß nicht, was reicht. Ich hol jetzt einfach mal. Warte mal, alles, was du hast. War das alles? Ich glaube, das war... Warte. Ne, 10 Stück habe ich noch. Ja, okay. Yeah. Ja, dann würde ich sagen, drauf da, ey. Mach jetzt mal das C4. Ja, ey. Hier steht für Gönnen. Das G in Delta steht für Gönnen, ne? Ja, genau, alles klar, weiß Bescheid. Okay, dann. Gar nicht so leicht, das Ganze zu viel zu placen, der spackt nur so ein bisschen rum. Junge, Alter. Das sieht schon geil aus, ey. Das Ding ist, okay, das war jetzt alles. Drive! Warte, ich komm hoch. Okay, Delta, lass der da auch noch. Zündung! Zündung, okay. Wo bist du denn? Von außen, nein. Ich komm rein, komm rein. Ah, ich hab meine DPI aus der Sicht runtergestellt. Ja, jetzt sieh zu hier. Ich bin ja da. Oder? Ne, ist doch nicht runtergestellt. Alles gut, bin da. Let's okay. 3, 2, 1, Zündung! Boah, Alter, ja. Wow! Okay, aber ein Ding ist runtergefallen. Was ist das hier? Das ist Loser Loot. Oh ja. Loser Loot? Okay, dann guck ich mal rein. Oh, Alter! Ey, ich wollte mit reinkommen. Nein. Ich guck mal kurz. Alter Schwede, ey! Ja, die eiskalten. Die Vorbereitung für den letzten Kampf, ne? Da wird's nochmal all in gegangen hier. Was all geht. In, ey. Jetzt Digga, ich will nicht sagen, was da drin war, aber ich habe gerade was ziemlich Krasses da drin gesehen, ey. Ja. So, aber ist das gleiche überall drin, oder? Wahrscheinlich, ich hoffe doch. Wahrscheinlich hat Data bei sich einfach noch viel krasser in Loot reingepackt. Das war schon ziemlich brutal, was ich hier gefunden habe. Also von der Rüstung alleine schon. Das war richtig nice, ey. Lecco mio, ja, also, drei ich Sets. Wenn ich nochmal C4 sehe, dann. Hier. Ich sag mal C4. Drei Sets sind's. Bitte platziere nicht alles auf einmal. Erstmal nur eine Kiste. Digga, auf jeden Fall alles auf einmal, Alter. Nein! Digga, 49 Stück gibt er mir. Ist ja richtig bekloppt. 69 meine ich.
witzig. Aha. Ich komm nicht nah genug ran, ich müsste hier oben drauf auf das Scheißding. Ich pack mal ein bisschen was hier rein. Aber ich komm noch nicht drauf. Kannst du mich boosten irgendwie, dass der oben drauf kommt auf dieses Ding? Wie soll ich das machen? Ja, unter mich drunter stellen, dass ich höher springen kann? Geht das denn auch? Kann man hier so arbeiten? Geht das? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, es geht nicht. Ah, schade. Oh, Alter, irgendwas passiert hier. Ah, du bist stuck. Ich bin stuck. Ah, nein! Oh! Digga, ich war gerade drüber, Alter. Es geht, was ist es hier geht. Passiert, Nimm das. Oh, das könnte funktionieren. Guter Plan. Du hast 3 Versuche, dich auf diese Kiste zu stellen. Bitte verkack's nicht. Data, nur mal zur Info, ich habe dein Stego wieder dir überlassen. Ich habe ihn freigelassen. Oh, ja, ich... Ne, ich will nicht zu, so sehr geiern. Danke dir. Wahrscheinlich hat er den Sattel ausgetauscht. Nee, hat er nicht. Ah, die Munition hat er wenigstens drin gelassen, danke. Natürlich, so bin ich. Digga, ist das hast du nervig, Munition gegeiert? Alter. Die Munition, die du gelootet hast, hast du anscheinend da reingepackt. Nein, dein Ernst, gib ihn mir wieder. 2000 Schuss hat Delta jetzt. Ey, ich kann nicht ein einziges C4 dranlegen. Ich habe jetzt 2 Stück dran und es geht nicht mehr. Wie kommt man denn überhaupt erst drauf, ey? Erst mit Grappling Air probier. Oh mein Gott. Komm, ich schieß noch mit Raketenwerfer rum. Ja, schade, ey. Ich hätte mir C4 gemacht. Boom! Komm, einmal noch. Boom. Okay, ich meine, mehrmals noch. Boom. Viel öfter noch. Marvin hier. Oh mein Gott, Digga. Der Geiermeier. Und weiter geht's. Hey, Deko, Mann, du kleiner Schlawiner. Hey, das war Delta, nicht ich. Ach so. Hey, gar nicht. Das war Deko. Ich hatte eine Riesenexplosion, danach habe ich nichts mehr gemacht. Ey, ich schieb die Schulter auf andere, das kann ja nicht wahr sein hier. Digga. Da war nicht so ein bisschen daneben geschossen, ey. Ich will auch nochmal mit C4 ranspringen. Do it. Wow. Warte, ich mach jetzt das einen Sprung. Ja, das war's. Ist kaputt, alles kaputt. Schade. Hey, Finger weg von mir, du. Warte. Hallo, hier ist auch noch einer im Kiss von uns dabei, ja? Oh mein Gott, die Rüstung. Ja! Alter, Riot Shield? Oh mein Alter. Gott, die Pumpe? Alter, was? Was tragen überhaupt alles, ey? Ich bin overweight. Ich kann das nicht tragen. Okay, ich sag mal so, die Metallstrukturen finde ich zu krass. Jetzt noch so heftig da irgendwas noch zusätzlich aufzubauen. Data? Deswegen die Metallstrukturen lasse ich mal da, ja? Ist that help? Ich hab dir dein C4 gerade auf den Boden geschmissen. Ja, perfekt. Ich kann nicht. Irgendwo hier liegt das jetzt. Ich sehe es aber auch nicht, muss ich gerade sagen. Gib meine Netze zurück. Wer hat meine Netze geklaut? Ich wollte dir nur helfen. Warte, hier. Hier. Ich wollte dir nur helfen, deswegen habe ich das C4 angepackt. Na, okay, ich geb dir alle. Hier. Hier sind auch nochmal 40. Also was machen wir jetzt? Es gibt ja eh keine Leben mehr, ne? Nee. Möchte jemand mich töten? Ja. Sofort, ey. Aua! Wie, du lebst noch? 62 Schaden auf deinen Kopf, Alter? Ja, ich hab einen Helm an. Oh, ja. Yeah. Aber dein komischer Habicht gibt dir jetzt alle Sachen rüber, ne? Der bringt mir das jetzt schön nach Hause. Digga, was? Ja! Wo ist der Habicht, Alter? Hallo! Kann man den töten? Jetzt aber ganz kurz, die ganzen Metall-Foundation und Wände, das ist ein bisschen zu krass, oder? Weil jetzt, also, ne, lassen wir mal. Ich nehm's auch nicht mit, das ist mir zu blöd. Okay. Das ja, ist mir gut. Zu schwer und ich hab keinen Bock, das jetzt nachher. Hast du was mit, Marvin? Also ich kann mich nicht bewegen. Du kannst dich... So, mein Loot ist zu Hause, easy knick. Digga, ja, das ist schneller da als du, oder was? Wieso, ich bin doch zu Hause gespawnt schon. Hier, Dank, hier, bitteschön. Der Loot, oh, schau doch mal. Bitteschön. Ein feiner Loot. Egal, der Loot ist echt mega strong, ey. Boah. Ja, alles für den Endfight, hä? Alles für den Endfight, das kann jetzt ja echt lustig werden. Was bin ich denn so overweight hier? Geht noch ein bisschen was rüber? Ich kann immer noch nicht gehen, Alter. Das wiegt halt alles schon seine Zeit, ne? So hoch. Hä, aber ich hab nur irgendwelche Gewehre dabei. Ja, guck mal, wie viel die wiegen.
Ah, ich hab die Netze dabei, die wiegen 200. Alter, okay. Aber jetzt kann ich wieder gehen, ne? Okay. Ja, kriegen wir noch die 2000 Schuss aus dem Stego, oder? Ja, krieg ich. Oh, geil. Was machen wir mit den restlichen Türmen hier? Die dürfen wir auch nicht mehr anrühren, oder? Nee. Okay. Das bleibt einfach alles. Das bleibt alles so, wie es ist. Obst ist im Haus. Ja gut, ich bin dann verloren hier. Verloren. Also, hier ist doch ein Stego von Delta. Ja, deswegen, ich komme hier nicht durch. Soll ich den umbringen? Ich glaube, den kannst du nicht umbringen. Kannst du den umbringen? Hallo. Ich wollte, könnte ich ihn umbringen, ja. Ja, okay, Pump, los. Okay. Mach ich die 700% Pumpgun aus? Hast du überhaupt Schuss? Die waren dabei, ja. Du wirst sehr enttäuscht sein. Meinst du? Ich mach das so wenig Damagius, will ich jetzt aber auch mal testen. Du wirst enttäuscht sein. 5 Schaden? Naja, 5 mal 6 oder so, 30. Sagen wir 30 Schaden. Aber krass, aber ey. Ich wurde gehabichtet hier, Alter. Aber der hat ja aber gut. Schon... Also, man hätte ja sagen können... Der bekommt gar keinen Damage, ey. Man hätte jetzt ja fast sagen können, okay, vielleicht war das ein bisschen zu broke mit den ganzen Waffen, aber wenn ich das jetzt so sehe... Nope. Das bringt halt nur was gegen Player, ne? Ja. Ich hab Angst, hier rauszugehen. Ja, ich brauche irgendwie eine Kryo. Irgendwie irgendwas Kryo-mäßiges. So. Ja, kann ich dir rauswerfen. Kostet aber 60 Heavy Turrets, ne? Hab ich den geschmissen? Ja. Ich hab's ja irgendwie nur 5. Ja. Wo ist hier? Wo bist du? Direkt vor meiner Nase. Ah ja, cool, danke. Okay, Muchachos. Hier haben wir alles mitgenommen. Dann packen wir alles ein. Wir könnten noch ein paar Mauern oder sowas mitnehmen, ne? Dann gehen wir rüber. Also, es war mir eine Ehre, dass wir einmal zusammen geradet haben. Also ne? Heavy Turrets wäre natürlich noch nice gewesen, ne? So ein Blueprint für Heavy Turrets. Ein gratis Loot darfst du hier noch aussuchen. So ist ja nicht, ne? Oh, Deko, was nehmen wir? Nehmen wir Heavy Turrets, um... ein bisschen was noch zu machen, oder was machen wir? Magst du mal kurz herkommen und noch ein bisschen Gewicht abnehmen? Heavy Turrets, ich weiß halt nicht. Das Problem ist halt auch, ne, die brauchen halt viermal so viel Munition. Ja. Die gehen schneller leer, habt ihr ja oder? Gesehen. Oder? War doch so, oder? War doch viermal, ja, oder? Ja, genau. Ein Schuss sind 4 Kugeln, die sie schießen. Und ich weiß halt nicht, ob wir das versorgen können. Ja, wenn du noch so viel mitnehmen kannst, ey. Das reicht. Okay. Ja, sag du, was wir haben wollen. Was steht denn zur Auswahl? Steht Dino zur Auswahl und alles, was wir wollen, ne? Alles, was ihr wollt, bis auf Karacho und Giga stand in der Notiz. Was ja schade war, weil mein erster Gedanke war direkt Karachosaurus, aber... Es war ausgeschlossen, bevor ich wusste, dass er ausgeschlossen ist. Sehr schade. Ja. Alter, geil. Der sieht einfach so geil aus. Weiß nicht. Wirf! Hui! Werfen Sie Mick! Los! Werfen Wohin? Sie Mick! Irgendwo hin! In den Himmel! Ins Haus. Erfasst. Ja. Hallo, unterlassen Sie dies. Ja. Aber dass du einfach so vom okay, Dino runtergremmen kannst. Hi. Wie das aussieht da oben. Ich überlege gerade, ob wir ein Tech-Rex oder sowas irgendwie Sinn macht. Komm ich auch wieder zurück, oder? hallo, Leute? Oh, geil. Leute? Warst du da hinten gerade mit dem Fallschirm? Ja. Ja. Du bist aus meiner Renderdistanz raus. Ich spring jetzt mal runter. Ich hoffe, ich... Warte, ich hol dich. Arvin wurde getötet. Ich hab mich selber losgemacht, weil ich in einem Fluss landen wollte. Ich bin im Fluss gelandet, aber da war wohl nicht tief. Ja, gut. Da war wohl nicht tief, seine letzten Worte. Der war wohl nicht tief. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Oh, so bescheuert, ich pack mal die komische Eule hier wieder ein. Ja, pack die Eule ein. Hier, ne? Ziehen wir rüber und dann... dürfen wir uns jetzt noch entscheiden, was wir nehmen? Was wäre strategisch klug? Also zur nächsten Folge gibt's den Loot, ne? Ihr könnt euch auch sagen, nächste Folge. Ihr wartet noch bis nächste Folge. Überlegungszeit. Ich weiß nämlich selber noch nicht, was ich haben will. Marvin, bist du jetzt gerade mit meinem Mary abgehauen? Naja, ich muss ja meine Leiche jetzt wieder looten, ne? Ja, ich stehe jetzt wieder voll overweight hier rum. Ja, laber nicht rum, ey. Ich muss meine Leiche kurz holen. Ich schaff einfach eben die 3 Meter zu dem anderen Mary zu rennen, ey. Der Hate ist wieder so geil, ne? Ja! Er merkt gar nicht, was für ein egoistischer Gepasst hier ist. Ja. Hauptsache, ich schnapp mir einfach irgendeinen Mary, der gerade da ist und der rastet komplett aus. Der neben dem ich stehe. Ich hab dich nicht mehr gesehen, ey. Junge. It's over 9000! So, du kleiner Salzberg, wo bist du? Bin zu deinem Mabing gelaufen, bist du weg. Also gelaufen ist übertrieben, ich bin gegangen, war ich bei der Overweight. Oh, geil, ey. Hilfe. Also, Heavy Turret, Blueprint, könnte eine valide Wahl sein. Mhm.
Was gibt es sonst noch? Eigentlich wären sonst nur irgendwelche Dinos vielleicht. Ihr habt noch Überlegungszeit, alles gut. Irgendein Waffen-Blueprint irgendwie? Aber kann man sich die Prozente aussuchen? Ey, Waffen sind doch scheiße. Wir haben eine 700er Shotgun, hast du ja gerade gesehen, was das an Damage macht. Ja, an einem guten Sattel, ne? Wir könnten einfach so, just for fun, können wir uns so einen richtig guten Dodo holen. So ein richtig legendary Dodo. Ja, dann nehmen wir aber irgendwie Level 900 Trodon oder so, ey. Yo, Trodon. Ja, einfach sein Leben wegtorport. Also ich würde sagen Heavy Tourist. Trodon wär strong, oder? Immer wenn ich Trodon sage, dann tut Data so, als würde sein Leben beendet werden. Na, ich habe nicht genug Resistenz geskillt, glaube ich, für die Viecher. Okay, es wird auf jeden Fall schon mal interessant. Ja, erzähl mir mehr, ja. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal los. Wisst ihr, wie man Trodons tamed? Nee. Nicht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber ich wusste, Hauptsache, dass es nicht einfach so geht. Müssen uns ja nur einen Guide anschauen. Hauptsache, ihr sollt euch die Muni droppen lassen und hier kommt keiner die Muni holen. Ja, ich musste ganz kurz in die Base zurück, weil ich super krass overweight bin. Die Muni liegt noch auf der Treppe, ne? Sehr Bescheid. Auf der Treppe? Okay, snack ich mir gleich. Aber Muchachos, Feedback könnt ihr gerne nochmal reinbrezeln. Wie fandet ihr das, mal so einen etwas größeren Raid zu machen? Ich finde... Größer und chaotisch. Ich finde, am Ende des Tages profitiert ihr davon, weil der Endkampf einfach noch krasser wird. Und ich finde es einfach heftig, dass Deko gerade eine 700er Shotgun irgendwie benutzt hat. Ich dachte, das wäre der absolute Terminator-Killer. Es war 700%, ja. Und dass man damit richtig flexen kann, aber es... Fühlt sich irgendwie sehr wenig an. Dieser, sehr wenig. Astro Delphis, ist der schnell? Müsst ihr testen, könnt ihr jetzt schnell testen. Wer ist okay, der Astro Delphis? Achso, das haben wir bekommen, diese Delfinviecher. Dieser Wal, ne? Nee, das ist ein Wal. Das ist ein Wal, das ist kein Delfin. Oh, da ist sogar ein Sattel drauf. Aber ein Standard-Sattel leider. Ja, es hat einfach ein Tech-Sattel. Ach so, sieht der aus. Kann der noch irgendwie boosten oder so? Das sieht ja richtig komisch aus. Wenn ihr Element habt. Ich hab mir mitgenommen. Ich hab mir zwei Schafe von den sechs, aber ich glaube, der Rest der Schafe ist einfach so durch Overwork gestorben. Das heißt, der filmt uns überhaupt nichts. Wozu war der überhaupt drin da? Ja, einfach nur um zu gucken, wie das Vieh ist. Ich glaube, ihr hattet ja noch nie so ein Delfin, ne? Nee. Cool, wenn wir mal genauer angucken. Erstmal fliege ich jetzt zurück und hol die Munition. Hallo, der ist doch komplett voll! Guck doch da erstmal rein, bevor du losgehst. Ey, der ist fast. Hey, hier ist gar nichts drin. Ey, der hat super viel Rüstung! Ja, also ist ja kein Weight. Natürlich! Ja, dann nimm raus hier. Ey, so ein Klacko, Alter. Jetzt komm doch, Junge, ich will los! Ja, dann hilf mir doch mal kurz, du Lappen! Hilfe! 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 Ja, da, nimm. Halt sogar mein Lachs durch die Tür. So ein Wurflachs. Ja, irgendwer muss doch die Munition holen. Bisschen Engram. Ja, toll! Wir können ihn nicht fliegen, weil wir das Engramm nicht haben. Den können wir nicht fliegen? Den Astro Delphis, den Sattel können wir nicht benutzen, weil wir das Engramm nicht haben. Ich muss ein bisschen wegwerfen. Ach, du hast sogar Element oder was? Naja, ich habe ja zwei Schafe gefunden, die es ganz am Anfang verteilt auf der Map gab. Hey, ja, aber ach so, wir was haben hatten ja beide... die? Hä? Ja, Element drin hatten die. Oh, aber das bringt mir nichts ohne Engramme, ja. Also das Element bringt mir trotzdem nichts. Ich dachte, wir dürfen die Element nicht mitnehmen von den ganzen Raids und sowas. Nein, der war in diesen komischen Ziegen, die irgendwo verteilt waren. Und da durfte man mitnehmen, oder was? Warum bist du schon wieder weg? Tinker, ich warte jetzt eine halbe Stunde, bis du die ganze Scheiße rausholst, oder was, Alter? Ja, geh einfach voll beladen wieder zurück, ey. Das ist super smart, da ist doch nur noch Munition, Alter. Mieser Klacko, ey. Einmal mit Profis arbeiten. Ich sag immer, so eine Scheiße rausnehmen. Er braucht eine halbe Stunde und hat dann in der halben Stunde ist er einmal gegangen, Alter. Digga, sagt der Typ, der einfach nur richtig faul drauf rumsitzt und nichts macht, ey. Richtiger Pascha, ey. Wie bei One Piece ist er einer von diesen komischen Drachenmenschen, Alter. Die irgendwelche Riesen als Sklaven halten. Ey, so ein Klacko, ey. Hört sich wie schlaue Typen, Mann, muss ich sagen. Ey, das war's jetzt hier, die 1000 Schuss oder was? Dafür bin ich jetzt gegangen, hab ich jetzt von Marvin hier voll labern lassen oder was, ey. Berechtigterweise, muss man sagen. Ja, berechtigterweise. Was ist das da jetzt hier für ein Ding? Warum heißt der H? H-H-H. Ah ne, H-H-H, schade, war was anderes. Achso. Der Rex oder was? Ja.
Ja, weil ihr Rex haben wollte von mir und ich hab den halt nicht auswachsen lassen und der ist kastriert. Also der ist sogar kastriert. Der ist sogar kastriert. Digga, das haben wir doch gar nicht rausgefunden. Du miese ja, Ranzratte. Ja, da war uns da wegen den Eiern zu, ey. Mir fehlt immer noch das eine Ei. Und ja, Digga. Ich hab's gehört. Ich habe gesagt, keine Befruchteten, ihr Penner. Ey, hast du nicht gesagt, du Lamakopf, ey. Hast du nicht gesagt, ey. Meine Kommentare sind sogar die Zeitstempel. Ja, Digga, laber mir nicht voll irgendwelche Edit-Scheiße hier, Alter. Fake News, ey. Wahrscheinlich. So richtig mit Deepfake noch reingemacht, ey. So ein Klacko, ey. Ich wollte jetzt einmal wissen, wie ich wüsste aber auch nicht, dass ich gesagt habe, wir wollen irgendwie einen kastrierten T-Rex haben dafür, ne? Monsieur. Ich glaube schon. Ganz kurz, wie viel Damage macht dieser komische Delfin-Lachs, der ungefähr mit 4 km/h rumfliegt? Ja, wenn du es an Gramm hast, weißt du was, gib dir mal ganz kurz GCM. Dann kannst Nein, ich will jetzt mal kurz schauen, wie viel Damage der macht. Das ist die einzige Chance. Du kannst keinen Damage machen, weil du erstmal dafür Element brauchst und selbst wenn du ein Element hast, Richtig. Kannst du nicht schießen, weil du den Blueprint für den Sattel brauchst. Doch, 79 Damage mache ich. Ja, das normale, ganz normale Beiß, aber der Sattel ist ja das Ding bei dem Vieh. Ah, okay. Gut, jetzt testen wir mal das Ding hier. Brudi, der sieht ja einfach richtig verrückt aus. Alter, da kann man richtige Schlachten machen. Ja. Alter. Scheiße, Mann. Im Einsatz sieht das schon sweet aus, ey. Aber wie viel Damage macht der? Kannst du mal schießen? Ja, warte mal. Irgendwie hier so ein Jürgen abballern. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Warte, Digga, wo bist du? Steh, ja, hier, links, rechts von dir stehe ich. Oh, Alter. Ja! Was sind denn die Dinos? Laserstrahlen, Alter. Ja. Hä, und so rollen kann er auch noch? Ja. Ja. Eieiei. Boah, Ding. Cool. Alter, der ist ja okay. Richtig mobil. Ist der gut für PvP? Der, also für Open PvP ist der super. Dafür, ja, weil er so mobil ist, ne? Halt umgehen können, ne? Ja. Mhm. Alter, schon nice. Okay, der macht aber richtig wenig Damage. Finde ich. Das kommt, kommt auf den Sattel an. Ah, okay. Gut, da haben wir nochmal so ein bisschen Hi-Fi-Scheiße gesehen. Aber die muss ich im Einsatz nicht geben. Muss ich gleich wieder wegschmeißen. Genau. Das Element. Wir wollen ja nicht schieben. Den kannst du behalten. Ja, aber gut, der kann dann ein bisschen rumchillen, ne? Nice. Aber ja, also diese Rolle ist schon richtig fresh. Ja. Da könnte man hier die ganze Zeit so reinschießen. Piu, 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 piu. Ja, ist schon nice. Ja. Okay, Muchachos. Das war jetzt die letzte Folge freundlich, Delta. Richtig. Und dann hoffe ich mal, dass Ab wir. Jetzt sind wir wieder Feinde. Richtig. Dass wir in der nächsten Folge wieder ordentlich den Po zerreißen können, oder? Ja, der Angriff füllt in Kürze. Eieiei, das kann echt was werden. Also, Muchachos, das kann legendär werden. Vielleicht auch ein schnelles Abenteuer. Wir haben ja immer noch einen Wunsch frei. Ist es der Heavy Tower am Ende? Ich denke mal schon. Mir würde auch nicht sehr viel mehr Besseres einfallen. Aber vielleicht haben die Muchachos noch Ideen. Ja, überlegen wir mal. Also, Muchachos, Daumen nach oben. Delta, kannst du mal mit dir weggehen? Er guckt sich hier alles an, Alter. Ey, so ein Klacko, ey. Raus hier. Alter. Ich weiß gar nicht, was. Richtiger Cheater. Ja, wir kommen auch irgendwann mal zu dir rüber, ne? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da reinkommen, ist sehr gering. Wenn ihr wüsstet. Okay, wahrscheinlich ist draußen so eine Höhle, Alter, und innen drin ist einfach alles leer. Daumen nach oben ballern. Nächste Runde sind wir wieder Feinde. Und dann salze ich mit Deko wieder alleine rum. Ja. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos!